Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Das hier ist ein Replay zwischen Hektik und Garvoid, keine Ahnung. Sind auf jeden Fall zwei Spieler, die mir gar nichts sagen. Vielleicht euch allerdings. Sind hier auf der Map Damage Inc. Das ist eine Map, die es nicht im Map Pool gibt, sondern in der GSL. So, das Schöne daran ist, es ist eine Vier-Spieler-Map. Die Startpositionen sind ja halt da oben, wo wir sie gerade gesehen haben. Hier, wo der Zerg ist, und hier. Sie heißt Damage Inc. Ich bitte keinerlei Missverständnisse mit dem wunderbaren Metallica-Lied zuzulassen. Es ist leider nicht ganz so epic, hier drauf zu spielen, aber es gibt trotzdem einzelne Feinheiten, auf die wir uns konzentrieren könnten in diesem Early Game, das keine Sau interessiert. Denn mal im Ernst, wer will sehen, wie der Mineralien abbaut? Was will der sonst machen? Wir sehen hier ein paar Mineralien, nämlich 41 Stück an der Zahl A3 Patches. Das gab es doch schon in StarCraft 1. Da sind diese kleinen Wege, die geblockt werden sollen. Die kann man nicht zerstören, die kann man nur minen. Das Schöne daran, das heißt, diese Expansion hier, die man eigentlich mehr oder weniger sofort geschützt hier hat, die wird über diesen Weg nicht zugänglich. Weder mit Reaper noch mit sonstigen. Wobei ich weiß gar nicht, ob es mit Reapern geht. Ich denke aber eher nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall nicht mit Marines oder mit Zerglingen oder mit Zealots oder mit anderem sinnlosen Kram. Danach kommen wir hier hin und sind hier bei dieser Expansion. Die zweite, beziehungsweise die dritte Base, die man dann hat. Das Blöde an der ist, die ist zugänglich wie ein Schweizer Käse. Für die Niveaulosen unter euch an dieser Stelle könnt ihr ein Deine Mama-Witz einfügen mit: Die ist so offen wie. Ich höre den Witz jetzt nicht zu Ende bringen, aber jeder, der auch nur ein wenig niveaulos ist, kann sich das jetzt denken. Schöne ist, man kann hier wirklich wunderbar spielen. Also, ich denke persönlich, dass es eigentlich ganz cool ist. Wir sehen hier einen Xel'Naga-Turm, den man kaum erkennt, aber. Ja, hier ist einer und hier ist einer. Es wäre doch ziemlich interessant, die ganzen Türme hier zu kontrollieren, vor allem bei den Cross-Positions, die wir hier haben. Also denke ich, dass das einigermaßen spannend wird. Der Zerg weiß natürlich, okay, es gibt eine Cross-Position, wie ihr wahrscheinlich auch gerade gehört habt, und sagt sich, ja, ich eröffne mal mit einer Expansion, das heißt mit Hatch for Pool. Und der Terran denkt sich, ha, mach doch was du willst, ich baue Gas ab und werde wahrscheinlich auch bald entweder ein Tech starten oder expandieren. Ja, was soll der sonst machen? Sieht aber im Augenblick eher aus, als würde der versuchen, Geld zu sammeln. Sprich darauf, weil sonst nichts anderes ist. Der startet keine Factory, der startet keine Kaserne. Und jetzt, wo ich sage, startet er natürlich die Factory. Damit wurde das ganze Gelaber, das ich hier gehabt habe, komplett obsolet. Aber egal, egal. Ihr seid schon daran gewöhnt, dass ich mehr oder weniger die ganze Zeit falsch liege. Oh, das ist schön mit dem Bunker. Das ist nice. Das gefällt uns. Wird natürlich sofort gesehen von dem Zerg. Er wird es sofort abbrechen können, weil hier auch sofort die Drohnen abgezogen werden. Die zwei Marines werden es nicht mal ansatzweise schaffen, da irgendwas zu machen. Hätte vielleicht auch mit denen angreifen sollen. Ich weiß nicht, wieso er die zurückzieht. Hätte wenigstens ein bisschen Schaden machen können. Zerglinge sind erst jetzt auf dem Weg. Das heißt, erst jetzt wären sie da. Und er hätte in der Zeit immerhin noch ein paar Drohnen abschlachten können. Er hätte natürlich die zwei Marines verloren, aber besser als gar nichts zu machen. Also ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, was es hier werden sollte. Zweites Gas immer noch nicht geholt. Und extrem viel Wind übrig. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was der hier starten möchte. Hätte schon längst expandieren können. Eigentlich. Jetzt kommt die Expansion. Halleluja. Und da kommen die Helions. Natürlich hier nicht ganz so schön mit Helion zu spielen, denn das ist der einzige Eingang, wo man tatsächlich irgendwas machen kann. Und das kann man relativ schön sichern mit Stachelknabblern. Ich denke nicht, dass das eine optimale Möglichkeit wäre, hier irgendwas zu machen. Der wird wahrscheinlich eher hier so ein bisschen rumkurven, versuchen Creepspread zu verhindern, versuchen zu verhindern, dass er diese Expansion hier nimmt. So ein bisschen hier so chillen, rumfahren. Aber ich denke nicht, dass er viel Schaden machen könnte, wenn er hier in die Economy Line fährt. Wäre zumindest nicht etwas, was ich erwartet hätte oder erwarten würde. Aber mal schauen, was er macht. Im Endeffekt, ich habe mir schon einmal geirrt. Also kann es gut durchaus sein, dass ich mir zweimal irre. Klickt hier die ganze Zeit Spam-Klick auf Techlabor. Ich bin mir nicht sicher, was genau da machen möchte. Ah, Stim wird erforscht. Sehr cool. Vier Helons sind am Start. Mehr als genug, um hier ordentlich Druck zu machen, Kriechertumore zu beseitigen und sonstiges. Scan ist hier jetzt da. Er spart auch seinen Scan auf. Also wäre zumindest sinnvoll. Ich weiß nicht, was Schaden er machen kann. Und ihn juckt's nicht. Er versucht Schaden zu machen. Wir schauen mal darauf, was passiert. Hat immerhin ein paar gekillt. Waschtarung R, ne? Genau. Getötete Arbeiter. Boah. Ganze vier, sechs Stück. Okay, das war gar nicht mehr so schlecht. War gut, aber naja, ich weiß nicht, ob es wirklich wert ist. Wenn wir auf Units Lost schauen und das hier wieder zumachen.
der Terran hat im Endeffekt mehr verloren als der Teal'c. Natürlich kann man jetzt argumentieren, ja, die Mining Time und bliblablo. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Produziert vor allem auch weitere Helions und weitere Marines. Also techmäßig nicht gerade fit drauf, der Junge. Ich weiß auch nicht, wieso der nicht versucht, mit Mediawerks oder sowas zu spielen. Vielleicht ein bisschen zu droppen, da diese Base ja auch relativ offen ist. Die Overlords von dem Zerg, ich habe keine Ahnung, wie man den aussprechen soll. Gavoid, Irgavoid, Nirgavoid. Nirga. Ja. Irgendwas auf jeden Fall sind nicht ganz so gut verteilt. Der hier steht gut, der hier ist extrem, extrem naiv. Also, falls der hier nur ein bisschen rumgescoutet hätte mit ein paar Marines, hätte er den schon längst abfangen können. Allerdings ist der Terran nicht so omnipräsent auf der Map. Terran muss sich überlegen, was er machen soll. Denn der Zerg ist auf dem besten Weg zu einem verdammt erfolgreichen Game. Falls wir mal aufs Income schauen. Das ist nicht schlecht, das ist sogar sehr, sehr gut. Der hat 12 Arbeiter mehr. Und auch wenn das Income im extrem für den Terran spricht, vergiss nicht, er hat 2 Mules. Und jetzt die Expansion, die anfängt für den zu arbeiten. Also der Zerg, naja, der wird gleich seine Mutalisken haben. In einigen Minuten. Und da kann er ordentlich loslegen. Ich bin gespannt, was der Terran dagegen machen will. Gerade ist nämlich so ein bisschen Ruhe im Spiel. Und 1-0 wird gearbeitet. Der Terran hat eigentlich nicht allzu viele Möglichkeiten im Moment. Er hat nicht den Output, um ein paar Einheiten jetzt schnell aus dem Hut zu ziehen. Vor allem, der Reaktor noch nicht fertig ist, hat saulange Arbeitszeit. Siege Tanks ohne Siege Mode nicht allzu effektiv. Also Riles gehen wird er in nächster Zeit nicht. Er kann eigentlich nur mit den Helons versuchen, den Zerg ein bisschen zu containen und dem Kryptomorn. Aber im Endeffekt wird der Zerg ziemlich bald diese Base nehmen, ziemlich bald Mutalisten rausholen und dann sich auch sofort die Webkontrolle sichern. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was der Late-Game-Plan ist vom Terran, aber er muss sich auf jeden Fall was Anständiges überlegen, denn das sieht im Augenblick nicht gut aus für den, was Positioning angeht. Finde ich zumindest. Ich bin sicher, ein paar Leute können jetzt auch mit mir widersprechen. 1-0 wird geschraubt. Das sieht man übrigens auch daran, ohne da drüber zu fahren, weil das Gebäude sich so komisch bewegt, dass halt das Zuckung. Dritte Base ist fertig. Natürlich wurden sofort auch die Turrets gesetzt, denn ich denke, dass der Terran das gescannt hat. Tatsache hat er auch. Also das heißt, er weiß, was kommt. Er weiß Bescheid, aber Mutalisken sind da. Und die können gut Damage machen. Wir verfolgen die einfach mal. So ganz leisure. Schauen wir mal, währenddessen aufs Income. Relativ ausgeglichen, auch wenn der Zerg im Vorteil ist. Schon was er machen kann, nicht viel. Er hat sich jetzt eine Salve abgeholt. Aber das ist ja auch gar nicht so wichtig. Der will auch gar nicht Schaden machen in der Economy. Der will einfach nur den Terran contain. Er will einfach nur verhindern, dass der Terran irgendwie rausgeht und vielleicht mal einen Siege-Tank abstauben. Das wäre wichtig. Vielleicht nicht unbedingt zum Preis ein... Wow! Ein HP, okay, das ist fett. Ihr solltet vielleicht nicht weiter auf diese lustigen Buttons an meiner Maus klicken. Echt heftig. Ziemlich viele Zerklinge werden allerdings dieser Armee nicht widerstehen können. Wir schauen das an mit Tab. Die sind ausgeglichen, aber davon sind sehr, sehr viele Mutalisken. Und Mutas gegen Marines, naja, nicht ganz so prall. Wir machen mal die Einheitenbalken an und sehen, es wird gestimmt. Die Zerklinge fallen wie die Fliegen und die Marines genau in den Mutas drin. Bam. Das war Damage. Eine Queen verloren. Das sieht nicht gut aus für den Zerg. Die Expansion wird es nicht lange machen. Denke ich zumindest. Siege Mode ist auch schon längst durch. Jetzt wird aufgesieged. Und da greift er an. Da muss man den Mutalisken versuchen, wenigstens mal diesen Siege-Tank hier auszuschalten. Aber egal, die Expansion ist eh toast. Frittiert, geröstet, getoastet, was auch immer. Das ist eine Möglichkeit. Jetzt müsste er eigentlich wenigstens mal versuchen, den Siege-Tank auszunehmen. Wenigstens den Siege-Tank. Oder so, sehr schön aufgeräumt hier, aber hat doch einiges einstecken müssen. Jetzt kommen nochmal 3 Helions hier angerannt. Aus Production-Tab. Immer noch nicht wirklich am Techen. Also ich weiß nicht, wieso der Terran nicht mal wenigstens auf Mediawerks oder sowas geht. Damit lässt sich viel effektiver droppen. Ich meine, der kann auch versuchen, die Helions einfach darüber zu werfen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Hydraulik darauf reagiert. Weiß ja nicht, was die für Stoßdämpfer haben im 39. Jahrhundert oder wann auch immer StarCraft angeblich spielen soll. Weiß es übrigens irgendwer? Wurde das jemals von Blizzard gesagt? Kann nicht wirklich viel Schaden machen mit dem Mutalisken. Also sein Ziel war es, den Terran zu containen. Das hat offensichtlich nicht ganz funktioniert, wie man an diesem Beweisstück A sehen kann und an diesem Beweisstück B. Also muss ich vielleicht was anderes einfallen lassen. Was der Convoy angeht, ist nämlich der Terran vorne. Hat auch seinen Nachteil, was Arbeiter angeht, eingeholt und
ausgebaut. Also dann den Vorteil, nicht den Nachteil. Muss ich jetzt irgendwas hier überlegen, was er machen könnte? Oh, und da kommt ein Mapping des Grauens. Oh mein Gott, ein Ausrufezeichen. Wir werden alle sterben. Ja, waren scheinbar noch andere Leute in dem Game. Oh ja, das ist ja eine ganze Handvoll. Alle von dem Clan NRG. Also heißt er nicht NRG. Also heißt er nicht NRG Avoid, sondern NRG Avoid. Ja, das macht viel mehr Sinn. Ausweichen. Das, was die Hatchery nicht geschafft hat, mit den Schüssen des Terran zu machen. Oh mein Gott, die Banelinge. Das war so eine schöne Idee und sie werden alle detonieren. Weiß auch nicht, wieso er nicht gesieged hat. Hätte noch einiges an Schaden machen können. Er dachte sich vielleicht, er stirbt vorzeitig. Man weiß nicht so genau. Und das ist jetzt die Möglichkeit natürlich für den Zerg loszulegen, denn, ja, die Banelinge sind hier am Rollen. Und am Rocken. Und am Rollen, wenn sie... Das gab Damage. Der Siege Tank wird nicht gefokust. Wofür auch? Er macht ja nur Schaden. Und die Mutalisten schaffen es, nichts rauszuräumen. Also, vielleicht nicht die beste Focus-Fire-Methode. Jetzt allerdings mit den Zerklingen woanders sein. Oh, die Depots! Die Depots sind unten. Oh mein Gott, was macht er denn da? Ah, da könnte was gehen. Da könnte was gehen, wenn er jetzt ein Sandwich kommt. Tatsache, jetzt kommt der Sandwich. Oh, da kann er gut Schaden machen. Vor allem guten Splash-Damage indirekt durch die Siege-Tanks. Muss allerdings mit dem Mutalismus aufpassen, dass die nicht in den Raketenturm fliegen. Da ist ein Raketenturm. Und dieses Spiel ist ab 12. Mann, Mann, Mann. Und die Helions können zwei drohen. Nicht der dritte. Oh, doch, könnte... Wow! Oh, oh, das war knapp. Das war sehr knapp. Also hätte der hier zwei, dreimal reingeschossen, wäre es natürlich cool gewesen. Leider nicht mehr genug Zeit gab, beziehungsweise nicht richtig gefokust. Ich weiß auch nicht, wieso wir die ganze Zeit mit Einheitenbalken spielen. Macht nicht wirklich Sinn, finde ich. Aber Economy sieht im Augenblick sehr, sehr stabil aus für den Terran. Also 1000 mehr als der Zerg. Ich glaube, da kann man nicht jammern. Ich weiß auch nicht, wieso der Zerg sich... Ja, ich habe nichts gesagt. Immer wieder diese Versuche mit dem Mutalisten was zu machen, wo es ja eindeutig nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, wieso er nicht Anti-Tech-Switch macht zu irgendwas anderem, zu Infestoren, würde, glaube ich, sinnvoller sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mit dem Mutalisten hat er natürlich die Map-Kontrolle, aber das bringt nichts, wenn der Terran den eh ignoriert und sich hier nur eintörtelt. Der nimmt ja nicht die 40.000 Expansions. Der nimmt eine nach einer Zeit, hat sehr viele Marines, einige Siege-Tanks, hat keinerlei Detection in Form von Raven oder sonstigen und überall Static Defenses. Also da hat er überall Raketentürme. Egal was der machen will, er macht's. Und seine Webkontrolle bringt ihm trotzdem nichts, weil trotzdem STVs frei herumlaufen und scouten. Also... Das bringt's halt auch nicht wirklich. Webkontrolle ist zwar schön, aber wenn man sie nicht einsetzt, ist natürlich immer wieder was ganz anderes. Das meine ich zum Beispiel, der könnte vielleicht hier so ein bisschen rumfliegen, ganz was machen. Also der nutzt nicht wirklich seine Map-Kontrolle, beziehungsweise ist immer zur falschen Zeit am nicht ganz richtigen Ort. Was die Armee angeht, sind die beiden relativ gleich und die Bändige werden zerstört, bevor sie noch irgendwas machen können. Oh mein Gott, das gab Damage. Das gab Damage. Oh, da sind viele gefallen. Also das war sehr, sehr cool. Hätte die vielleicht auch einbauen sollen. Oh, das war nochmal sehr schön. Schöne Fuchsfeier. Oh, da gab es wohl ein Lag. Wir schauen mal an, was die währenddessen geschrieben haben. Go ready for out. Ja, da hat einer das Spiel wohl verlassen, fand es wohl nicht ganz so praktisch. Oh. Und gerade hat sich aus irgendeinem unerfindlichen Grund meine Festplatte abgeschmiert. Das ist wunderbar, aber ich spiele die Spiel trotzdem weiter, beziehungsweise ich cast das weiter. Ist mir komplett Wurst. Jetzt kommen die ganzen Mutas hier von der Seite. Wir können gut Damage machen. Wir machen mal die Einheit wieder an, aber wir werden vertrieben von drei Marines im tiefroten Bereich. Wieso auch immer, jetzt kommt der Sandwich, nachdem diese Expansion mal wieder gelitten hat. Ja, das war nicht wirklich prall. Auch wenn der Zerg jetzt eine viel größere Armee hat, er schafft es irgendwie nie, das vernünftig umzusetzen. Immerhin läuft die Expansion jetzt, das ist schon mal gut. Er hat irgendwie immer Schiss, irgendwas zu machen. Oh, jetzt wird versucht zu droppen. Er hätte eigentlich schon längst mal irgendwie angreifen müssen. Entweder mit, ja, mit Banning vielleicht hier reinlaufen, was weiß ich. Irgendwas machen. Aber ich meine, in Raketentürme reinzufliegen und dann wieder wegzulaufen, bringt auch nichts. Der versucht zwar den Zerg natürlich zu containen, ihm zu suggerieren, ja, du kannst nicht rein, weil wenn du
rausgehst, dann wird's nicht gut für dich enden. Was aber nicht gut enden wird, ist, wenn der Job durchkommt und er mit dem Mutalisken nichts macht. Also, vielleicht nicht gerade das Beste. Oh, schön abgebrochen. Er wird leider nichts machen können. Mal schauen, ob er den Scan hier sieht. Ja, danke, Captain Obvious. Danke für den epischen Scan. Er sieht nicht wirklich gut aus. Der wird voll verpeilen. Aber jetzt kommt hier vielleicht zum Engagement. Man weiß nicht. Oh, kommt hier irgendwas? Das war nicht wirklich gut. Oh Gott, war das ein geiler Split. Alter Schwede. Nice. Trotzdem viel zu viel Zeug hier. Aber hat er trotzdem noch sehr gut gesplittet. Und da geht die Expansion down. Schön mit dem Drop gemacht. Wunderbar. Überraschenderweise funktioniert das mit Steuerung W nicht. Schade. Oh, und der Job geht hier weiter. Also der Zerg verliert hier wohl sämtliche Übersicht, die gerade auch nur ansatzweise da ist. Schön gestimmt jetzt mit den Marines, aber da kommen jetzt natürlich die Mutas als Bam und da wird aufgeräumt. Aber da kommt doch schon der nächste Job. Also dem ist es komplett Latte. Hui. Er kommt angeflogen. Sollte das allerdings sehen. Ja, da sieht er das, der Void. Ha, das schafft er aber nicht zu avoiden. Gott. Ich finde die Map-Pinks immer so cool. Immer so Captain Obvious. Und minus eine Kommandozentrale. Wenigstens hat er es geschafft. Aber minus eine Hatchery wahrscheinlich gleich. Gehe ich zumindest davon aus. Ja, minus eine Hatchery. Da gibt er auf. Wobei, er schafft es mit dem Mutalisken vielleicht noch anzukommen. Das wird ein sehr, sehr spannendes Wettrennen. Oh, da kommt... Gott, verdammt. Leider nicht geschafft. Schade. Oh, ist nicht mein Schwarm. Wenn ich mit ein paar Baneling. Nice. Hat eigentlich auch mehr als genug Gas. Ich weiß noch nicht, wieso der nicht mehr zu Baneling morpht. Und mal hier rein düst. Hier steht nichts. Einfach mal 10 Banelinge nehmen, hier hinstellen, morphen, reinlaufen, Problem gelöst. Vielleicht funktioniert das aber auch nur in meiner Holzliga. Ich weiß es nicht. Jetzt kommen wir denen. Du hast doch ein paar. Da, bam. Einfach mal außen rumlaufen. Oh, schön, da kann er einige Tanks ausschalten. Oder auch nur anderthalb, das geht auch. So, auch gerade nachzuschauen, ob irgendwo nicht parallel noch ein Drop stattfindet oder sonstiges. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich cool, ziemlich viel Action. Und da fallen ziemlich viele Mutalisken, ob das so gut ist. Oh Gott. Oh, und er kann nicht mal das hier kicken oder killen oder was auch immer. Sollte vielleicht nicht hier reinfliegen, das ist ja vielleicht nicht gut. Nicht mal so viele Marines, die genau daneben stehen. Oh, da verliert er so viel. Ich weiß ja nicht, wieso er das macht. Die nächste Expansion wird nicht mal geblockt von dem Zerkling. Sollte man vielleicht hier hin? Ah, macht er nicht. Sich lieber um die STVs kümmern jetzt. Hier mit dem Mutalisken kann er das tatsächlich brechen. Hat er aber schön aufgeknackt. Ah, der hat deswegen aufgeknackt, weil hier nichts mehr ist, weil die ganzen Marines hier unterwegs sind. Wir schauen mal aufs Army-Tab. Oh, da ist der Terror im Vorteil. Jetzt hier ein Scanner rein und da wären mal sämtliche Kryptomode weg. Aber macht er nicht. Möchte sich um diese nicht vorhandene Expansion kümmern. Okay, gut. Vierer Tausch, eine existierende Expansion für eine nicht existierende Expansion. Ich glaube, das juckt ihn jetzt nicht wenig. Die hier wird gerade aufgebaut. Ich glaube, die wurde währenddessen gekickt oder sonstiges. Oh, 5000 Minz, das kann er doch nicht ernst meinen. Da kommen die Mutalisten angerannt und die Banelinge wird er die rechtzeitig spitten können. Keine Chance. Da geht aber einiges down und da fällt die Armee des Terrans ins Bodenlose. Nice, sehr schön gemacht vom Zerg. Und was für ein Fehler von dem Terran, dass er nicht splittet, sondern einfach nur da stehen bleibt. Ja, danke, Captain Obvious. Oh, ich glaube, die ist ein wenig überbevölkert. Ich glaube aber nur, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ziemlich viel Zeug, was hier ist. Oh, da kann er vielleicht gut Schaden machen. Oder er weicht einfach nur von den Marines aus. Das geht natürlich auch. Oh, gar kein Income. Gar kein Income mehr. GG! GG! Ich wollte gerade sagen, wie viele Arbeiter wurden denn gekillt? Ja, 42 NP. GG, das war plötzlich. Ha!
Ja gut, ja, das passiert alle Mal. Also der Turner hat einfach zu Tode gepressured. Also da war einfach zu viel Druck, der konnte sich nicht dagegen wehren. Letzten Kampf hier zwar gewonnen, aber konnte diese Expansion hier nicht aufhalten. Hat keine Chance im Spiel gesehen. GG. Well played, würde ich sagen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Klickt auf einen der Anmerkungen hier, um weiteren Content zu sehen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.